Jetzt kam es hier am Rande einer AfD-Veranstaltung von Hannover, wo an der auch Maximilian Krah teilgenommen hat, zu einem Angriff mit massiven Ausschreitungen von sogenannten Demonstranten, die jetzt 21 Polizisten sogar verletzt haben. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Und das ist halt wirklich einfach nicht mehr auszuhalten. Ich meine, schaut euch mal ganz kurz hier diese Halle in Hannover an. Maximilian Krah hat das Ganze selbst auf seiner X-Seite geteilt. Die ist prall gefüllt. Und wenn man sich jetzt auch einzelne Beiträge beispielsweise anguckt, hier aus dem Fernsehen geteilt auch von Maximilian Krah, da sieht man, dass er halt insbesondere bei jungen Leuten wohl ziemliche Beliebtheit hat. Viele Leute wollen halt mit ihm Selfies machen und so. Und wir wissen ja auch, dass mittlerweile so zahlreiche andere Parteien und Leute aufgegeben haben, die AfD inhaltlich zu stellen, was ja eigentlich gang und gäbe sein sollte und was ja eigentlich auch mal das selbst erklärte Ziel ist. Doch jetzt ist das Ganze eben in Hannover richtig hochgekocht. Unter anderem berichtet die Weltzeitung auch gerade drüber, dass es nämlich erst einen Protestzug von etwa 300 Demonstranten gab. Später wurden es dann 500, ja, und später waren es dann halt auch keine Demonstranten mehr. Weil dann ging es auf einmal richtig heiß her und die haben angefangen, mit Flaschen und Steinen zu werfen. Und wisst ihr, was das Perfide an der ganzen Situation ist? Hannover hat ja einen grünen Bürgermeister. Und schaut mal, was der kurz davor gesagt hat. Also Hannovers Oberbürgermeister Belit Oner, ich glaube, der war auch mal bei Markus Lanz neulich, ja, hatte vor der Veranstaltung noch gesagt, wir sind uns bewusst, dass es schwer zu ertragen ist, dass sich in Räumlichkeiten der Stadt, die einem friedlichen, toleranten Miteinander gewidmet sind, ein Redner wie Maximilian Krah äußert, dessen Aussagen vom Verfassungsschutz mehrfach als verfassungsfeindlich und völkisch-nationalistisch eingestuft wurden. Also offenbar hat sich Belit Oner von den Grünen noch nicht sehr intensiv mit dem Thema der Meinungsfreiheit auseinandergesetzt, ja, weil unabhängig jetzt mal von der Objektivität des Verfassungsschutzes, welche wir ja schon häufig hier auch in den Videos angesprochen haben, muss man ja Folgendes sagen. In Deutschland gilt die Meinungsfreiheit. Und ob es jetzt dem Oberbürgermeister passt oder nicht, kann halt jemand auf einer Veranstaltung eben auch seine Meinung äußern. Gut, aber immerhin, das hat er ja erlaubt, ja. Also hat jetzt nicht irgendwie beispielsweise wie der Oberbürgermeister von Essen von der CDU versucht, diese Veranstaltung zu verhindern. Das war ja damals sogar der Parteitag. Ich meine, das ist immer noch einer der größten Skandale dieses Jahres, wenn ihr mich fragt, die auch wirklich antidemokratische Tendenzen zeigt. Das kann man durchaus so sagen, weil wenn eine Partei in Deutschland, die nicht von dem Verfassungsgericht verboten wurde, also eine Partei, die es möglich auch macht, dass Menschen sie wählen, einen Parteitag abhalten will und es massiv versucht wird, unter anderem sogar von Bürgermeistern diese Veranstaltung und den Parteitag zu verhindern, dann sorry, dann läuft in diesem Land etwas falsch. Und jetzt lesen wir uns auch mal durch, was Herr Oner dann noch gesagt hat. Ne? Er sei froh und dankbar, dass es in Hannover eine aktive Zivilgesellschaft und Bündnisse wie Bund statt Braun gebe, die regelmäßig eine Gegenposition zu rechtsextremen Haltungen bezögen. Das Bündnis Bund statt Braun hatte zu der Gegendemo aufgerufen. Ihm gehören unter anderem Gewerkschaften, Kirchenverbände sowie SPD, Grüne und Linke an. Das ist ja richtig interessant. Also die Bund statt Braun Bewegung, die angeblich laut dem grünen Oberbürgermeister ja eine so tolle Zivilgesellschaft darstellt und so, hat jetzt zusammen mit SPD, Grünen und Linken und den Gewerkschaften eben zu dieser Demo aufgerufen. Und genau bei dieser Demo sind jetzt hier am Rande zufälligerweise Steine geflogen, Flaschen geflogen, Glasflaschen und 21 Polizisten verletzt worden. Und schaut mal hier, in 21 Fällen wurden die Polizei durch Schläge und Tritte
sowie Flaschen und Steinwürfen angegriffen. Vier Personen wurden vorläufig festgenommen. Die Beamten sind leicht verletzt und weiterhin dienstfähig. Ich finde das unfassbar. Und wisst ihr, was ich noch unfassbarer finde? Das Ganze ist ja wohl gestern Abend stattgefunden. Also wenn wir jetzt mal von dem Beitrag von Maximilian Krah hier nochmal ausgehen. Wann hat er den gepostet? Genau, gestern, nämlich hier am 20. September. Heute ist der 21. Gestern hat also diese Veranstaltung stattgefunden. Und jetzt könnte man ja meinen, dass beispielsweise auch ein Oberbürgermeister dann mal zum Beispiel jetzt Position bezieht. Dann würde ich mal sagen, schauen wir doch mal direkt nach, oder? Und was sehen wir da? Belit Onay, ja, Oberbürgermeister von Hannover. Deutscher Städtetag am 20. September. Also er feiert hier bei tollem Wetter einen heutigen Empfang einer US-amerikanischen Delegation aus Bürgermeister und Leiter von Stadtverwaltungen. Ja. Gemeinsame Herausforderungen und transatlantische Lösungen für Städte. Ja, das feiert er heute bei bestem Wetter. Gestern war das. Und das ist der Beitrag hier vom 19. September. Und das ist chronologisch, das heißt hier, gestern und auch heute gab es keinerlei Äußerung und keinerlei irgendwie Distanzierung von dieser Gewalt. Und da stellt man sich schon so langsam die Frage, wie will man denn das demokratische Miteinander in Zukunft weiterhin gestalten, liebe Grüne? Gerade bei der Partei, die ja selbstständig moniert, dass die Diskursräume immer weiter und weiter verrohen und es viel zu viel Aggressivität im politischen Wettkampf gäbe. Gerade hier wäre doch beispielsweise auch mal eine Distanzierung dieses Oberbürgermeisters sinnvoll, oder? Nach dem Motto, vielleicht solltet ihr eure Bund statt Braun Vereinigung mal ein bisschen in Richtung demokratischer Grundwerte ausbilden und irgendwie auch so ein bisschen in Menschlichkeit, damit dort nicht irgendwelche Steine und so weiter auf unter anderem Polizisten geworfen werden, ja? Wo ist denn eigentlich auch beispielsweise mal ein Wort gegenüber oder für die Polizei, ja, dass man beispielsweise dann später sagt, es kann nicht sein, dass hier Polizisten und so weiter angegriffen werden. Kein einziger Aufruf hier bei X, ne? Und somit fühlen sich natürlich all jene, die das gemacht haben, natürlich mal wieder bestätigt, kann man nur sagen. Ja. Gut, dass die Landtagswahlen und die Bestätigung von grünen Wahlergebnissen aber weiter und weiter abnimmt, kann ich an dieser Stelle nur sagen. Ja, so ist es jetzt beispielsweise so, dass schon die nächste Umfrage wieder hier zeigt, dass es für die Grünen äußerst schwer werden dürfte, in Brandenburg in Zukunft noch im Landtag vertreten zu sein. Ich bin gespannt auf jeden Fall, wie das Ganze ausgeht und würde an dieser Stelle schon mal sagen, solche Sachen, solche Angriffe, das erinnert mich so ein bisschen damals an den Angriff auf Tino Chrupalla damals bei einer Wahlkampfveranstaltung. Das war, glaube ich, ja in Bayern. Und ich habe einfach, wenn man sich jetzt auch das mal anschaut, was in den USA und bei Donald Trump los ist, da gab es jetzt schon den zweiten Attentatsversuch, dann kann man nur sagen, hey Leute, schaltet mal langsam einen Gang runter.